Hi, mein Name ist Timo Ickenroth von www.deinschlagzeuglehrer.de und ich heiße euch herzlich willkommen zum Gearcheck des Schlagabtauschs, dem Podcast der Drums und Percussion. Los geht's! Für den Gearcheck der 36. Ausgabe des Schlagabtauschs mit Dirk Pant und meiner Wenigkeit habe ich ein Snare-Drum-Feld zum Testen bekommen, und zwar ein 14 Zoll Kalbfell in einer Medium-Stärke, gewickelt auf einem dampfgebogenen Buchenholzreifen von der Austrian Drumhead Company. Die Austrian Drumhead Company ist ein Einmannbetrieb aus Graz, bestehend aus dem Gründer und Trommelfellhersteller Hans-Peter Kirbisser. Hans-Peter ist ursprünglich ein studierter Schlagzeuger. Durch seine Leidenschaft für Vintage-Drums fand er jedoch den Weg zur Erzeugung von Naturfällen. Seitdem macht er alles eigenverantwortlich, 100% handgemacht in Österreich. Bevor wir uns nun ans Testen machen, vorab ein paar Fakten zu Naturfällen. Wenn man eine Tierhaut nimmt, sie austrocknet und zum Beispiel über einen Holzring zieht, kann man ein simples perkussives Instrument leicht herstellen. Jahrtausende lang, bis heute, hat man sich dieses Prinzips bedient und Trommelfälle der verschiedensten Macharten für die unterschiedlichsten Trommeln fanden ihre dankbaren Abnehmer. Es gibt jedoch dabei ein paar Dinge zu bedenken. Die wechselnden Umgebungen von innen nach außen, und sei es nur, um beispielsweise vom Proberaum zum Gig zu kommen, wetterbedingte Temperaturschwankungen und auch unterschiedliche Luftfeuchtigkeit können das Stimmen einer Trommel mit einem Naturfell zu einer wahren Herausforderung machen und das Spielen von sehr lauter Musik könnte, muss aber nicht, zu Beschädigungen der Naturfälle führen. In den frühen 50er Jahren wurde den Schlagzeugern dann eine Alternative angeboten, ein neues Produkt namens Mylar Polyesterfolie. Ursprünglich als wetterfeste Folie für nächtliche Militäraufklärungsflüge verwendet, wurde die Folie später in unterschiedliche Produkte wie zum Beispiel Nagellack und Raumanzüge integriert. Die Mylar Polyesterfolie eignet sich unter anderem für Schlagzeugfälle so hervorragend, da sie zug- und reißfest, maßbeständig sowie wärme- und kältebeständig ist. Der Chemiker Samuel Matschnick und der Musikalienhändler Remo Belli entwickelten Anfang 1957 das erste erfolgreiche synthetische Trommelfell. Ihr Verfahren ist nach wie vor das, was heute noch angewendet wird. Wenn synthetische Trommelfälle so viele Vorteile bieten, warum dann ein Naturfell auf die Trommel aufziehen? Die Besonderheit an einem Naturfell ist, dass es sich kaum bzw. bei richtiger und guter Pflege wenig abnützt und dadurch viel länger in seinem ursprünglichen Zustand bleibt. Somit verlängert sich die Haltbarkeit eines solchen Fells um ein Vielfaches gegenüber einem Kunststofffell. Auch der Klang eines Naturfells gegenüber seinem synthetischen Gegenpol wird wiederholt von Liebhabern von Naturfällen gerne als Argument vorgebracht. Der Sound von Naturfällen, insbesondere von Kalbsfällen, wird oftmals als trocken, dunkel, warm, voll, satt, offen und eine Vielzahl ähnlicher Begriffe umschrieben, aber auch Adjektive wie dynamisch, definiert und knackig sind im Zusammenhang mit Naturfällen nicht unüblich. Was davon zutreffend ist, das werden wir in diesem Gearcheck hoffentlich gemeinsam herausfinden. Viele Besenspielerinnen und Besenspieler schwören ebenfalls auf die raue und ungleiche Oberfläche eines Naturfells. Um an dieser Stelle mit einem negativen Image der Naturfälle aufzuräumen, viele Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger sind landläufig der Auffassung, dass Naturfälle fragil seien und daher nur für leise Jazz- oder Bluesmusik geeignet sei und mit großer Sorgfalt gespielt werden müsse. Das entspricht so nicht im vollen Umfang der Wahrheit. Ja, es gibt einige Dinge, auf die man bei der Verwendung von Naturfällen achten muss, und sie wären nicht meine erste Wahl für einen Thrash-Metal-Gig, aber sie halten doch einiges an Schlägen aus. Naturfällen halten sogar viele Jahre, wenn man sie richtig pflegt. Kommen wir nun im Speziellen zu meinem Testfell. Wie gesagt, handelt es sich um ein 14 Zoll Kalbfell in einer Medium-Stärke, gewickelt auf einem dampfgebogenen Buchenholzreifen. Dieser Buchenholzreifen, auf dem das eigentliche Fell aufgezogen wird, ist ein wichtiger Teil der Austrian Drumhead Company Felle. Während die meisten Hersteller Metall, meist Aluminium, verwenden, setzt Hans-Peter Kirbisser auf handselektiertes Buchenholz, welches von ihm händig geschnitten, geschliffen und anschließend unter Dampf gebogen wird. Das ist die authentische und ursprüngliche Herstellungsweise eines Naturfells. Das Fell bleibt bis zur vollständigen Trocknung auf dem Reifen. Ich werde meine 14x6,5 Zoll Pearl Sensitone Bronze Snare Drum
mit dem aufgezogenen Naturfilm nun in drei Stimmungen bringen. Eine tiefe Stimmung, eine mittlere Stimmung und eine hohe Stimmung, jeweils dann mit Sticks und Besen gespielt. Ich nehme das Schlagzeug mit zwei Biodynamic M90 Pro X Overheads und einem Biodynamic M201 TG an der Snare Drum auf. Ich hatte eingangs auch den Einfluss von Temperaturschwankungen und unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit erwähnt. Die Snare Drum ist nun 24 Stunden lang in diesem Raum bei konstanter Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Hören wir uns zunächst das Kalbsfell der Austin Drummond Company in einer tiefen Stimmung an. Es folgt eine mittlere Stimmlage. Nun die Snare Drum mit dem Fell noch in einer sehr hohen Stimmung. We'll be right back.
Ich muss leider zugeben, ich habe mich schon etwas in dieses Fell verliebt. Es spricht sehr sensibel an. Es treten keine unerwünschten Obertöne auf. Vielmehr hat es so den Anschein, als wäre es sogar leicht vorgedämpft. Ein typisches Merkmal für Naturfell in der Regel. Bei allen drei Stimmungen kann man dem Fell einen schönen, warmen Ton zusprechen. Besonders der Sound beim Besenspiel ist ein wahrer Genuss. Auch das Spielgefühl unterscheidet sich, zumindest für mein Empfinden, von dem gegenüber eines synthetischen Fells. Ich lege jedem ans Herz, sich mal ein Naturfell anzuschaffen. Man muss keine Angst haben, die Handhabung ist genau die wie bei einem synthetischen Fell. Okay, vielleicht erfordert es etwas mehr Pflege und Aufmerksamkeit, aber es lohnt sich. Und zu jedem Fell der Austrian Drumhead Company wird eine Pflegeleitung mit in den Karton gelegt. Freilich, die Naturfelle sind teurer als ein synthetisches Fell. Für das 14 Zoll Medium Kalbsfell der Austrian Drumhead Company muss man Stand Mai 2022 115 € hinlegen, aber dafür bekommt man im Gegenzug ein handgefertigtes, hochwertiges und langlebiges Produkt, an das man bei richtiger Pflege lange Spaß haben wird, ausgeliefert. Wer Interesse hat, den Link zur Austrian Drumhead Company findet ihr natürlich in der Beschreibung zu diesem Video. Neben Kalbsfellen mittlerer und dünner Stärke für die Snare Drum findet ihr dort des Weiteren auch Ziegenfelle sowie Kalbsfelle für Toms und Bassdrums. Ein kleiner Tipp für Besitzerinnen und Besitzer von Vintage Drums: Hans-Peter Kirbisser macht auf Wunsch auch metrische Trommelfelle oder fertigt Übergrößen an. Diesbezüglich werde ich auch auf ihn zurückkommen, denn ich habe noch so eine alte Vintage Snare Drum. Da passt ein reguläres 14 Zoll Fell nicht und da werde ich den Hans-Peter auf jeden Fall mal zu anschreiben. Das war der Gearcheck des 14 Zoll Medium Kalbsfell der Austin Drumhead Company. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und natürlich auch ein Like zu hinterlassen. Schaut euch unbedingt auf der Seite der Drums & Percussion um. Dort könnt ihr den Podcast Schlagabtausch direkt hören und euch auch die vorhergehenden Episoden anhören. Bleibt gesund und munter. Macht's gut. Bis demnächst. Euer Timo.